Meldung von Minister Kesslers an den Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungskomitees der DDR ist erfolgt. Die Nationalhymne verklungen. Einige Minuten wird es nun dauern, bis sich die an der Parade teilnehmenden Truppeneinheiten formiert haben zum Vorbeimarsch an der Ehrentribüne. Der Berliner und aber auch Anerkennung für die bewusste militärische Pflichterfüllung, mit der die übergroße Mehrheit der jungen Bürger unseres Landes nun schon seit mehreren Soldatengenerationen die Herren des Militärdienstes auf sich nimmt, um dem Recht aller Menschen, dem Recht jeder Familie auf ein Leben in Frieden zu dienen, um zu verhindern, dass die Waffen sprechen, die Erich Honecker auf dem 11. Parteitag den Sinn des Soldatseins im Sozialismus formulierte. Schon auf der Ehrentribüne folgen dem Verlauf der Militärparade zahlreiche internationale Gäste der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Die Leiter der Delegation aus den befreundeten sozialistischen Ländern sind darunter. Abgesandte weiterer Staaten, Parteien und Organisationen, die der Deutschen Demokratischen Republik freundschaftlich verbunden sind. Militärs der verbündeten Armeen natürlich und Mitglieder des diplomatischen Korps. Unüberhörbar. 200 Militärmusiker der Vereinigten Musikkorps, der NVA und der Grenztruppen. Der Nationalen Volksarmee auf den Tag genau 40 Jahre nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie hat nicht das Geringste zu tun mit militärischer Kraftmeierei. Sie ist keine Drohgebärde gegen die Nachbarn im Europäischen Haus. Diese Parade ist, lassen Sie es mich so sagen, Ausdruck des Stolzes der sozialistischen deutschen Streitkräfte auf ihren Beitrag zur längsten Friedensperiode in der europäischen Geschichte. Des Friedens, die für viele der jungen Männer, die hier angetreten sind, zu den Selbstverständlichkeiten ihres Lebens zählt. Vielen unter uns Zuschauern wird es wohl ebenso gehen. Eine Selbstverständlichkeit, die im harten militärischen Dienst und in staatsmännischer Umsicht erarbeitet werden musste. Auch daran sollte an einem Tag wie dem heutigen erinnert werden. Thank you.
Bestandteile. Zu Fuß sind es, die traditionsgemäß die Parade eröffnen. Offiziere der Militärakademie Friedrich Engels. Die höchste Militärverbildungsstätte der DDR, an der neben Start von Truppenoffizieren der NVA auch Offiziere aus den Streitkräften der UdSSR, Polens und der CSSR studieren. Sie besteht seit 3 Jahrzehnten. Offiziers-Funkschüler der Ernst-Hillmann-Hochschule der Landstreitkräfte.